Ich grüße euch, herzlich willkommen zum dritten Lauf. Wir sind hier in China, in Shanghai und ihr seht schon, sehr, sehr schönes Wetter. Also nicht das, was ich am Ende des letzten Videos noch angekündigt hatte. Und natürlich auch heute neben mir der Barney, der WM-Führende. Ja, liebe Leute, auch von meiner Seite natürlich. Herzlich willkommen hier zum dritten Rennen in unserer zweiten Saison Formel 1 2013. Und ja, der Baumi hat es gesagt, Wetter sieht gut aus. Ich schau mal eben. Ui, 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 ui. 100% Regenwahrscheinlichkeit im Rennen. Alter. Das haben wir eigentlich uns nicht erhofft, ne, vor der Aufnahme. Nicht wirklich. Um Gottes Willen. Also das scheint ganz interessant zu werden. Da ist natürlich jetzt wieder die Sache Setup anpassen. Hm. Weil ich glaube, da legen wir das Ganze doch eher ein bisschen mehr auf das Rennen aus. Wäre auf jeden Fall klug. Würde ich auch sagen, das macht ja keinen Sinn. Also rundentechnisch würde ich sagen, vielleicht so 25 bis 28 Runden im Verhältnis zu vielleicht, was war mal hier jetzt, 5, 6 ja, insgesamt. Ganz klar. Also, das ist, wollen wir das auch gerade mal machen, bevor ich das wieder vergesse. So, das ja. War Thema Balance, ne? Ein Stückchen hoch. Mhm. Also das Auto an sich höher setzen, also Bodenfreiheit. Das war bei, ne, nicht bei Aerodynamik. Wo waren das hier bei Spurtreue? Nee. Aufhängung. Bodenfreiheit. Suspension, ja. Okay. Dürfte aber an sich bei mir passen. Ich mache vielleicht alles ein bisschen höher. Feder. Also viel musste gar nicht. Federn eher härter oder weicher? Also im Regen macht man die Kiste weich. Also ich habe jetzt so ein Mittelding gewählt. Aber es ist halt, wie gesagt, bei meinem Auto ein bisschen was anderes als bei dir. Also 4-3. Ich würde es höher setzen. Ich habe 7-6. Okay, dann nehme ich das einfach mal so. Ansonsten natürlich das Getriebe ein bisschen nach unten anpassen, ne? Ja. So, was wollte ich jetzt? Ich war nicht fertig, ne? Ich war nicht fertig. Ich wollte euch die Reifen erklären. Natürlich, die Reifenwahl. Jetzt fürs Qualifying ist es wichtig, fürs Rennen morgen leider nicht. Da fahren wir dann ja sowieso entweder mit den Grünen, mit den Intermediates oder mit den Fullwets, die hier blau markiert sind. Tja, einen Trockenreifen haben wir dabei. Als Option-Mischung die zweitweichste, die es gibt, nämlich die gelb markierten. Das sind die Soft und den Reifen, den wir schon, glaube ich, sehr oft hatten in der bisherigen Saison in zwei Rennen. Den Prime, die Medium, die weißen. Die wir natürlich jetzt in diesem Wochenende wahrscheinlich überhaupt nicht fahren werden. Ja. Weil logischerweise Qualifying, da brauchst du jetzt bei dem Modus, den wir jetzt hier haben, die schnellste Variante. Das ist ganz eben, klar. Das ist eben dann der Softreifen. So, ich glaube, das müsste gehen. Ich hoffe, ich schaffe es dann noch irgendwie zwei Umrundungen zu machen hier. Immerhin habe ich es mal hingepongen, mein Lenkrad einzustellen, bevor ich hier rausfahre, nicht wie in Malaysia. So, und ich habe eine Strafe. Linie? Nö, ich bin rausgefahren aus der weißen Linie und einer ist mir gleich direkt hinten in die Karre. Drauf. Und zack, ist er abgeflogen und ich krieg eine Strafe. Fängt ja gut an, alter Schwede. Boah, Lenker ist laut. Was ich auf jeden Fall gleich mal dazu sag, liebe Freunde, wie auch im letzten Rennen schon angekündigt, ich bin ohne Traktionskontrolle unterwegs. Also das ist zudem heute für mich noch eine Herausforderung, da mein Auto anscheinend ja doch ein bisschen übertrieben stark läuft, ist es jetzt auf jeden Fall noch ein Stückchen erschwert quasi. Also die einzige Hilfe, die ich jetzt aktuell noch drin habe, ist eben die automatische Schaltung, bei der denke ich, werde ich auch vorerst mal bleiben. Aber ansonsten ist alles deaktiviert. Bin mal gespannt, wie du dich damit so zurechtfindest. Ja, man merkt auf jeden Fall, der Arsch kommt ein Quäntchen früher. Das ist gut beschrieben. So, Ricardo bremst einfach mal mitten auf der Mitte der Fahrbahn. Sehr schön gemacht von ihm. So, wir haben natürlich jetzt überhaupt keine Ahnung, was das da wert ist, was die fahren. Weil ja eben, wie gesagt, unser Training wegfällt. Hier habe ich gerade mal gesehen, ich bin scheiße langsam. Ich war gerade mal 300. Verbremst mich trotzdem. Ja, ich gehe jetzt einfach mal in meine erste schnelle Runde und guck mal, wie es läuft eben ohne der guten Traktionskontrolle.
kommt denn der her? Auf jeden Fall merke ich schon mal wieder, dass ich scheiße langsam bin. Auf der Geraden. Einerseits natürlich gewollt. Andererseits einfach aufgrund des leicht untermotorisierten Fahrzeugs hier. Ja, ganz klar. Das merkt man auf der Strecke. Vor allem hinten eben im letzten Sektor. Jetzt haben wir schon die 35er Zeiten gerissen. Ja, Teamkollege ist schon mal ganz gut unterwegs, sag ich mal, vom Tempo. Ich versuche gerade irgendwie mit dem Force India mitzukommen. Was nicht unbedingt leicht ist. Ja, ich bin jetzt im letzten Sektor, also quasi auf der langen Geraden, war aber schon 1,1 Sekunden im zweiten Sektor, ja, hinter Alonso. Ich bin mal gespannt, wie es dann aussieht. Ich erst. So, mal gucken, wie schnell ich jetzt komme. Die 300 fällt. Ein bisschen, ja. So, ich fahre 37,5. Also würde mich wundern, wenn ich da hinkomme. Einiges langsamer. 40 nur. 40,2. Okay, das ist schon ein ordentlicher Unterschied. So, hängen wir eine zweite Runde noch nach. Ja, bin ich auch gerade dabei. Erster Sektor war auf jeden Fall schon mal einiges schneller. Denk mal, das ist jetzt auch ein paar Runden einfach diese Eingewöhnungsphase mit der Traktionskontrolle. Klar. Dann denke ich, komme ich aber auch langsam, aber sicher dann rein. War ja damals mit dem ABS während der ersten Saison, wo ich das dann ausgestellt habe, sage ich mal ganz ähnlich. Man darf halt einfach nicht mehr, sage ich mal wie vorher, so früh auf Vollgas gehen. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Ja. Und das ist eigentlich was, wo ich mir jetzt schon zutraue, dass ich das nach und nach besser hinbekomme. So, ich komme jetzt dann gleich wieder über die Linie. Dürfte doch eine Verbesserung eigentlich mit sich bringen. Ja, bei mir auch, aber es sieht noch nicht so gut aus. 36,0. 1,7 Zehntel hinter Alonso, momentan auf Position 4. Da wäre die Pole halt schon ganz recht, weil ich komme halt noch 10 Plätze hinter. Stimmt. Da war ja was. Leider Gottes. So, erster Sektor jetzt 29.000 langsamer als zuvor, aber da ist natürlich noch alles drin. Zudem ist halt das Auto jetzt auch schon ein bisschen regentechnisch abgestimmt. Das muss man halt einfach dazu sagen. So, ich hoffe, ich schaffe es jetzt noch irgendwie reinzufahren. Und dann nochmal am besten zwei Runden. In welcher Position bist du momentan? 18. 18, okay. Ich komme auf jeden Fall auf der Geraden aktuell an Begrenzer. So, knallen wir das Kehr erstmal komplett raus hier. So, immer noch Position 4. Ich guck mal, eine Schnelle kriege ich vielleicht jetzt noch hin mit den Reifen. So, Boxeneinfahrt ist, darf man auf keinen Fall zu schnell sein.
Da ist doch diese Bodenwelle drin, oder? Und da ist nicht viel Platz, also nach außen. So, wir haben jetzt 5 Minuten noch. Ja, ich denke mal, das schaffe ich irgendwie noch. Mit 2 Runden. Wenn ich jetzt sofort wieder rausfahre, dann sollte es eigentlich passen. Ne, ich war so schlau und ich habe den Anfang jetzt gar nicht gemerkt, dass ich noch den Low-Spritsparmodus drin hatte. Ach so, also ich geht denke, zeitlich auf jeden Fall noch was. Ich denke mal schon, ja. Habe ich gerade gesehen, ich habe es gerade mal testweise auf der Geraden reingekloppt, also das macht schon ein paar km/h auf jeden Fall aus. Wenn du das auf die ganze Runde nochmal siehst, ich denke mal, das passt auf jeden Fall dann auch ein bisschen. Ist es nicht schlecht, dass ich es probiert habe, weil ich werde wahrscheinlich im Rennen auch öfter mal so fahren müssen. Weil die Kiste ist nicht nur langsam, die verbraucht auch sehr viel, komischerweise. Man mag es nicht glauben. So, den müssen wir natürlich trotzdem jetzt mal runterstellen. 6 Runden. So, und dann gehen wir sofort wieder raus. Haben ja nichts zu verlieren hier. Ja, ich denke, der ist bei euch auch ganz gut angekommen. Der Modus hier, den wir jetzt fahren. Das würde ich auch sagen. Weil das ist schon relativ langwierig gewesen. Also dieses Qualifying wirklich im Originalmodus letzte Saison. Wenn du wirklich eine Stunde Qualifying hast, wovon, ich sag, 25, 20 Minuten ja eigentlich sowieso nur absitzen waren. Ne? Das war ja das Q1, wo man dann schon immer davon ausgehen kann, dass man das relativ locker schafft. Da haben wir den Barney gesehen. Ja, ich muss jetzt schleunigst in die Box und nochmal meine Zeit verbessern, weil was ich wieder verpeilt habe, nee, obwohl, ich darf ja mit frischen Reifen dann starten, ne? Ja, ja. Ich noch 10 Plätze nach hinten kommen. Das stimmt, ja. Okay, dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Na, eben habe ich den Fehler gemacht, da war ich vor meiner Runde zu dicht vor einem Force India. Dann ist der mir natürlich auf der Geraden dann davon geflogen und hat mir dann die Runde den ersten Sektor vermurkst. Und ich dann hinter ihm fahren musste. So, jetzt stellen wir das ganze Ding mal um. Es kann passieren, dass man das mal vergisst. Mit dem Benzinmodus. So, ich stelle mich in die Box. Vielleicht bringe ich da noch eine zusammen. Das könnte klappen. Ja, also du müsstest ungefähr so 1,50 müsstest du oder 1,45 rausfahren wieder aus der Box. Also es könnte schon irgendwie klappen. Ja, ich versuche das gerade eben mal. Wer ist denn da hinter dir? McLaren, den kann ich nicht gebrauchen. Der muss vor. Hier noch zackig in die Box rein. Oh, es wird knapp, glaube ich. So, ich bin gerade drüber gefahren, also normalerweise schaffe ich 2. Ja, muss, sage ich mal, die erste nur ohne Fehler durchkommen. Ja. Eine ordentliche Zeit fahren, dann dürfte es auf jeden Fall klappen. Ich schnapp mir jetzt gleich nochmal ein paar frische Reifen und scher mich gleich wieder raus. Es wird knapp, aber nicht unmöglich. Das gucken wir mal. So, weichere Mischung und zack, gleich wieder ab nach draußen. Ja, merkst du schon, was für einen Unterschied macht. Ich habe jetzt 7 Zehntel im ersten Sektor vor meiner Bestzeit. Ja, das ist ordentlich. Na komm, fahr raus, hopp. Fahren da 1000 Autos vorbei. So, wir haben noch 1,20. Nee, das reicht nicht mehr. Schade. Ja, war ein bisschen falsch kalkuliert. Nee, da kann ich ja noch so schnell fahren. Das wird nichts mehr. Was rutscht der? Beziehungsweise die Reifenwahl ist wahrscheinlich sowieso egal, weil wir mit Intermediates wahrscheinlich starten oder sogar Regenreifen. Von daher drauf geschissen. Nee, dann starte ich höchstwahrscheinlich von Position 14, wenn sich nichts mehr ändert. Durch die 10 Plätze, also vermeintlich so oder vielleicht sogar hinter Baumi. Wenn du dich jetzt noch ordentlich verbessern kannst. So, mal gucken, wo es hingeht. 14. 2 Sekunden schneller, 38,2. Ja, alles klar. Das heißt, wenn du jetzt auf 14 bist, würde ich dich dann verdrängen auf die 15. Nee, Schmarrn. Oder doch? Was ist das denn für ein Platz gerade? 4. Oh, das heißt, das würdest du dann, ja. Aber du bleibst ja eh vor mir.
Bin mir gerade nicht sicher. Ja, ich auch nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich jetzt im Endbildschirm. Hab die netten plus 10 Positionen hier. Fernando Alonso auf jeden Fall mit der Pole Position. Ansonsten haben wir Hamilton auf 2, Vettel 3, Rosberg 5, Räikkönen auf der 6, Webber 7, Grosjean 8, Button und Perez auf 9 und 10. Wo ist denn der Hücki? Hülkenberg in der Box ohne Zeit. Okay, schade. Denkt mir schon, Gutierrez auf der 11, da passt was nicht. So, da ist die Frage, kannst du dich jetzt nochmal verbessern? Bist du nochmal auf einer guten Runde? Also die Mittelzeiten sehen nicht so gut aus. Ja, du bräuchtest circa 1,5 Zehntel auf Sutil. Und dann hast du wahrscheinlich die Rester auch gleich noch, weil die sind sehr, sehr nah beieinander. Ich habe 2 Zehntel Rückstand jetzt. Ja, okay, dann wird's der letzte Sektor. Muss man eben husten, mach mich mal schnell lautlos. So, alles gut. Alles gut. So. Relativ laut komme ich drüber. Hat noch ganz knapp nochmal eine Verbesserung gegeben, aber nur eine 38,198. Das hat dann um 1 Zehntel nicht funktioniert. Okay, dann dürfte ich somit auf die 14 kommen und du vor auf die 13, oder? Eigentlich schon, ja. Dann starten wir quasi ja, nebeneinander oder hintereinander im morgigen Rennen. Geile Sache. Gibst du, du wolltest es so. Ja, mit Sicherheit. Nee, Hülkenberg, wie gesagt, ohne Zeit, hatte wahrscheinlich da auch irgendwelche Probleme am Fahrzeug. Muss also morgen auch das Feld von hinten aufräumen. Ja, und ich bin eben sehr gespannt, wie das Wetter aussehen wird. Starten wir mit Intermediates. Ist es vielleicht sogar am Anfang trocken oder sind es gleich die blauen Regenreifen? Also gibt ein paar spannende Fragen, die sich dann morgen da, ja, am Anfang des Rennens aufklären werden. Also was ich schon mal sagen kann, wenn es hier regnet auf der Strecke, dann richtig. Also da können wir uns, glaube ich, auf einiges gefasst machen. Tja, wird jetzt interessant sein. Also Regensetup ist, wie gesagt, drauf. Man weiß natürlich nicht, was die anderen gemacht haben, wie das jetzt bei unseren Freunden Alonso, Hamilton, Vettel, Rosberg und Konsorten aussieht. Und ob das Spiel das überhaupt simuliert. Keine Ahnung, das ist ja immer so ein Mysterium. Nee, aber auf jeden Fall haben wir dicke, dicke, fette Spannung, 50% Rennen. Ihr habt es sehr gut angenommen, uns gefällt es auch wunderbar. Und da würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute und begrüßen euch dann morgen wieder. Genauso ist es, liebe Leute. Also, morgen 14 Uhr Rennen im vermeintlichen Monsun Chinas. Also, ich freue mich drauf. Macht's gut. Macht's gut, ciao.